Du baust hier gerade einen PC zusammen und verzweifelst am Kabelsalat? Dann bist du hier genau richtig, denn in diesem Video schließen wir alle Kabel an einem Mainboard an und lüften die RGB-Geheimnisse. Hi und hallo und herzlich willkommen beim Bastelnerd. Mein Name ist René und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um den PC. Falls du neu hier bist und kein weiteres Video verpassen willst, abonniere doch gerne diesen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist kostenlos und somit ein einfaches Mittel, Danke zu sagen. Ja, wie du siehst, bin ich hier wieder mittendrin im Geschehen. Und zwar baue ich hier gerade so einen neuen RGB-Gaming-Rechner zusammen und da wollte ich jetzt die Chance nutzen, aufgrund der vielen Fragen von euch zu beantworten, wo schließe ich jetzt hier eigentlich was am Mainboard an? Generell macht man das eigentlich immer, wenn das Mainboard dann schon im Gehäuse ist. Aber zur besseren Ansicht habe ich das jetzt hier draußen noch gelassen, um dir das dann halt besser zeigen zu können. Und zwar auf dem aktuellen Favoriten von mir, den B450 Steel Legend von ASRock. Super Mainboard mit RGB-Beleuchtung. Installiert ist schon ein 3600. Nicht mit dem Standard-Boxkühler, sondern mit dem Rave Prism Boxkühler. Der passt auch gut zu dieser Erklärung hier, weil der RGB hat. Ja, zwei Arbeitsspeicherriegel, eine NVMe-SSD ist installiert. Das ist eigentlich soweit das, was man so vorbereitet, bevor man dann dieses ganze Konstrukt ins Gehäuse setzt und dann die ganzen Sachen anschließt, die ich dir jetzt zeige. Wenn du da Interesse hast an den Sachen, die ich hier verbaue oder dir zeige, ich habe alles auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, sind Amazon Affiliate Links. Wenn du darüber einkaufst, kannst du kostenlos hier diesen Kanal unterstützen und für dich entstehen keine Mehrkosten. Unterteilt habe ich das in 5 Kategorien, einmal in Netzteil, einmal in, muss ich gerade mal gucken, ich habe ein paar Notizen gemacht, weil es doch sehr komplex ist, in Lüfter, drittens alles, was vom Gehäuse kommt, dieser ganze Strang hier, viertens Komponenten und fünftens die heilige Fibel der RGB. Grundsätzlich steht immer in den Handbüchern von den Mainboards drin, wo was angeschlossen wird. Und da gibt es ganz vorne meistens eine so eine ganze Übersichtsseite, wo die einzelnen Anschlüsse alle beschrieben sind, also hier mit Zahlen und dann auf Seite 2 steht dann, was ist hier was. Fangen wir mal an mit den Sachen, die vom Netzteil kommen und hier angeschlossen gehören. Das wäre einmal hier dieser breite 24-polige Stromanschluss. Der war früher mal 20-polig, deswegen kann man den immer noch abmachen für Retro-PCs oder so. Der würde in diesem Fall hier hinkommen. Also da gibt es auch nur einen von diesen Steckern auf dem Mainboard. Interessanter wird es dann schon mit dem zusätzlichen Stromanschluss, den es schon seit Pentium 4 Zeiten gibt. Damals war es noch ein 4-Pin, mittlerweile ist der Standard 8-Pin. Es gibt aber auch schon Mainboards, die haben da jetzt noch mal mehr, noch ein 4-Pin zusätzlich oder noch ein 8-Pin zusätzlich. Dient dann meistens eher zu Übertaktungszwecken. Aktuell ist so ein 8-Pin noch der Standard. Und mir ist auch nicht bekannt, wenn ich jetzt einen 8-Pin und einen 4-Pin beispielsweise habe, dass das Mainboard nicht startet, wenn ich nur den 8-Pin angeschlossen habe. Wie das natürlich dann beim Übertakten aussieht und so, das kann ich leider nicht beantworten. Den müsste ich dann hier oben in diesem Fall reinstecken. Und das war es dann schon, was vom Mainboard hier angeschlossen wird auf so einem... Und das war vom Mainboard angeschlossen wird? Und das war es auch schon mit den Sachen, die vom Netzteil kommen, die auf dem Mainboard angeschlossen werden. So, dann kommen wir mal zu Teil 2, Lüfter. Hier habe ich schon den CPU-Kühler noch nicht angeschlossen. Der wird in diesem speziellen Fall, ist ein 4-Pin-Stromanschluss, wird hier oben angeschlossen, wo auch, was steht da? CPU-Fan steht. Dann gibt es natürlich noch jede Menge Lüfteranschlüsse für Gehäuselüfter. Da gibt es dann auch welche mit so einem 3-Pin-Stromanschluss. Ich zeige den mal gerade hier. Das wäre dann dieser Kandidat. Der hat dann halt nur 3-Pin. Hat aber auch hier so eine Führung. Das heißt, ich kann den auch auf so einen 4-Pin aufstecken. Hier unten zum Beispiel. Bring den dann dahin, wo die Schiene halt ist. Und ja, dann bleibt halt der eine Pin frei. Und der funktioniert dann daran auch. Ansonsten 4-Pin-Lüfter, wie der jetzt von der CPU. Der hat halt hier eben 4 Pins. Und den könnte ich dann halt hier auch auf den gleichen anschließen. Bloß dann halt mit 4 Pin. Sollte dann irgendwie mal zu wenig Anschlüsse vorhanden sein, also günstige Mainboards haben oft nur ein oder vielleicht zwei Anschlüsse für zusätzliche Gehäuselüfter, dann kann man auch so welche Y-Kabel hier verwenden. In diesem Fall ist das schon Doppel-Y, wo ich einmal einen Anschluss fürs Mainboard habe und dann habe ich hier hinten dann nochmal 3 Lüfteranschlüsse. Es gibt auch noch eine Besonderheit, zum Beispiel auf diesem Board, hier sind einige belegt, die heißen nicht CPU-Fan oder so, sondern da steht da Chassis-Fan oder Sys-Fan und
WP für Waterpump. Diese Anschlüsse haben eine etwas höhere Stromabgabe, also da kann ich etwas höher, also kann ich mehr Strom, kann da dann abgezapft werden, quasi für so eine Wasserpumpe, für ja, eine Wasserkühlung. Wenn ich dann zum Beispiel dann irgendwie so 4 Lüfter oder so an einen Anschluss anschließe oder 3, dann könnte ich die vielleicht auch besser vielleicht auf diesen Wasserpumpenanschluss machen, weil der mehr Saft abgibt. Dann gibt es noch eine Besonderheit, dass gerade bei Shakun-Gehäusen die Lüfter oft so einen Stromanschluss haben, der auch auf diese alten Molex-Stecker passt, diese 4-Pin, diese ganz alten Dinger. Da ist jetzt die Wahl. Also grundsätzlich empfehle ich das immer auf dem Mainboard anzuschließen, weil ich es über das Mainboard steuern kann. Wenn ich den einfach da den Saft drauf gebe über diesen dicken Molex-Stecker, dann läuft der halt immer auf volle Pulle und fertig. Auf keinen Fall doppelt anschließen. Ne? Nicht den 3-Pin anschließen und noch den zusätzlichen Strom anschließen. Man kann die auch nutzen, die sind bei den Shakun-Gehäusen oft, sind die 4 Lüfter oder was, TG5, TG6 hatten das glaube ich beide. Die sind dann alle 4 Lüfter, sind dann quasi ineinander gesteckt. Dann kann man das auch einfach wie so ein Y-Kabel sehen, weil die Lüfter sind ja alle miteinander verbunden. Und dann schließe ich am Ende von einem von diesen Lüftern ein 3-Pin-Kabel dann auf dem Mainboard an. Und somit habe ich alle Lüfter über einen Anschluss angesteuert. Und dann kommen wir zum dritten Teil, alles was so vom Gehäuse kommt. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, hier so ein Gehäuse, da kommt meistens hier so ein ganzer Strang Kabel raus und irgendwie ist das Rätselraten groß, wo kommt was hin. Fangen wir mal mit den einfachen Sachen an, die dicken hier. Hier ist einmal ein USB 3.0 oder 3.1, der würde in diesem Falle hier hinkommen. Der hat auch eine so eine Nut. Normal kann man den nicht verkehrt drum drauf stecken, sei denn ist jetzt hier nicht so eine außen so eine Führung drumherum. Aber hier sieht man auch, hier ist ein blinder Pin, der nicht belegt ist und hier auf dem Anschluss auch. Und in dem Fall gehört er dann da so drauf. Der geht auch relativ schwer wieder raus, also nicht wundern, wenn man den mal wieder rausziehen will. Dann gibt es das gleiche nochmal als, nicht das gleiche, aber USB halt. In dem Fall wäre das dieser hier, das wäre ein klassischer USB 2 fürs Frontpanel. Der würde hier bei diesem Mainboard hier unten hinkommen. Da habe ich zweimal USB 2.0. Dieser hat jetzt keine so eine Kerbe, den kann ich auch verdreht drauf tun, aber immer darauf achten, der hat hier auch einen blinden Stecker und dann kann ich den hier auch drauf stecken. So, dann haben wir unsere Frontanschlüsse schon mal USB haben wir. Dann haben wir hier oben noch Sound für Kopfhörer. Da gibt es auch einen Anschluss, der sieht so ähnlich aus wie der von dem USB, nicht vertun. Der hat an einer anderen Stelle einen blinden Anschluss. Der kommt in diesem speziellen Fall hier unten links hin. Das ist bei den meisten Mainboards, dass der hier unten links irgendwo in diesem Bereich sitzt, weil hier meistens immer der Soundchip sitzt, wenn der Onboard dabei ist. Dann kommen wir zu diesen 4 Kabeln. Der wichtigste ist der Power Switch. Ohne diesen wird dieses Mainboard nicht starten. Da mein Tipp auch nochmal in die Anleitung zu gucken, weil das ist oft auch auf dem Mainboard beschrieben, also direkt auf dem Mainboard in der Nähe drauf gedrückt, aber oft sehr klein. Gibt es hier nochmal eine Anleitung zu lesen, wo welcher Anschluss hin muss. Wichtig ist da die Polarität beachten. Also wo Plus ist, muss auch Plus hin. Außer bei Reset und bei Power-Schalter, da ist es nicht so wichtig, weil einfach nur einmal der Kontakt gebrückt wird. Aber bei den LEDs muss zwangsläufig Plus auf Plus sein und Minus auf Minus, ansonsten leuchten die LEDs nicht. So, dann gucken wir uns das mal hier an. Hier haben wir dann einmal den Power-Switch. Der ist halt ganz wichtig, sonst geht der Rechner halt nicht an. Der wird in diesem Fall oben rechts hinkommen. Dann stecke ich den da drauf. Nehmen wir mal den nächsten. Hier den Reset. Der kommt in den meisten Fällen dann da drunter. Genau, hier ist es auch so. Muss aber nicht unbedingt so sein. Und dann haben wir zwei LEDs. Einmal HDD-LED. Ist quasi als Anzeige für die Festplattenaktivität. Sobald auf eine Festplatte zugegriffen wird, leuchtet diese LED. Die kommt unten links hin und wie gesagt, da auf Plus und Minus achten. Man sieht das auch, das steht da drauf auf den Steckern oder es ist ein Pfeil drauf, immer wo der Pfeil ist. Kann man auch gleich schon mal merken für die RGB-Geschichte, ist Plus. Und dann noch die Power-LED. Plus auch links, genau. Hier drauf und fertig. Und somit wäre das alles angeschlossen. Jetzt gibt es Gehäuse, die nur mit 2 Steckern daherkommen. Oft sogar mittlerweile. Meistens ist es immer nur der Powerschalter. Wie gesagt, den brauche ich, sonst kann der Rechner nicht starten. Der Reset ist, fällt weg, weil der zum Beispiel für RGB-Beleuchtung benutzt wird. Dazu kommen wir aber gleich. Und dann gibt es keine HD-LED mehr, sondern nur noch eine Power-LED. Da gibt es jetzt so einen kleinen Hack, diese Power-LED. Wenn ich jetzt nur eine Power-LED habe, schließe ich die grundsätzlich, wenn ich einen Rechner zusammenbaue, immer auf
den HD-LED-Anschluss an, weil wenn ich gerade so einen RGB-Rechner baue, sehe ich ja, wenn der an ist, weil dann leuchtet halt alles. Da brauche ich nicht noch irgendwo außen am Gehäuse eine kleine LED, die mir anzeigt, ah, der Rechner ist an. Sondern ich will viel lieber wissen, wann wird auf die Festplatte zugegriffen. Und deswegen würde ich dann diese Power-LED einfach auf die HD-LED-Anschluss anschließen und somit leuchtet der Power-Taster dann halt immer oder die Power-LED immer, wenn auf die Festplatte zugegriffen wird. So, dann gibt es in manchen Fällen noch einen Speaker dabei. Ich habe jetzt mal hier so einen kleinen Speaker gefunden noch. Ja, früher waren die oft auch immer mit an diesem ganzen Kabelstrang. Dann war so irgendwo so ein kleiner Lautsprecher im Gehäuse. Ja, heutzutage gibt es die dann manchmal so dabei. Wer den haben will, der würde in diesem Fall einfach hier hin drauf kommen. Der hat also nur zweiadrig, ist aber ein vierpoliger Stecker. Und ja, dann hängt er hier so rum und das Mainboard würde dann halt piepen, wenn es startet oder wenn halt irgendwie Fehler sind. Also ist rein zur Fehleranalyse eigentlich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Arbeitsspeicher nicht drin ist oder richtig oder Fehler Grafikkarte, dann piept das halt in unterschiedlichen Signalabständen kurz, lang und dann kann man sich dann halt im Internet mal Fehlercode eingeben und dann sagen, was ich hier dreimal kurz, dreimal lang gepiept, was das für ein Fehler ist. Etwas teurere Mainboards, die haben dann so Debug-Anzeigen, so kleine LED-Anzeigen, wo dann so Zahlen durchlaufen und dann bleibt das irgendwie vielleicht bei irgendeiner Zahl stehen, 55 oder so, und dann weiß ich, das ist das und das, der und der Fehler. Also die sind halt optional, diese Dinger. Die hat auch nicht jedes Gehäuse. So, das ist alles das, was vom Gehäuse kommt. Ne, eine Sache habe ich noch vergessen, die kann ich hier aber nicht zeigen, weil dieses Gehäuse das nicht bietet. Aktuell gibt es schon ein paar mit USB-Frontanschluss, USB, also USB-C-Frontanschluss. Das bietet aber das Gehäuse nicht und das Mainboard hat auch keinen USB-C-Anschluss. Das ist so ein etwas breiterer Stecker. Da muss man aber auch darauf achten, dass man den, glaube ich, nicht verkehrt rum reinmacht. Ich habe noch keinen so einen angeschlossen, aber ich meine, da gab es irgendwie eine Besonderheit. So, dann kommen wir zu den Komponenten, die wir hier anschließen können. Auf dem Mainboard wäre es natürlich jetzt primär Festplatten oder SSDs. Wie auch immer, sind ja irgendwie beides Festplatten. Die einen halt mechanisch und die anderen elektronisch. Ich habe jetzt hier mal einfach hier so eine 2,5 Terabyte Festplatte, weil die Anschlüsse sind dieselben. Da brauche ich hier einmal das SATA-Kabel. Genau, die liegen meistens dem Mainboard dabei. Das sind diese hier, diese Stecker. Meistens liegen da mal zwei bei so einem normalen Mainboard wie diesem hier. Wenn ich so ein Premium-Mainboard habe, dann können da auch mal vier bei liegen oder wie auch immer oder noch mehr. So, den stecke ich einfach hier hinten in die Festplatte rein. Und diesen gleichen Anschluss finde ich hier auch auf dem Mainboard vor. In diesem Fall hat dieses Mainboard davon 4 und kann den dann hier halt einstecken. Nur wichtig, ja, wichtig ist es nicht unbedingt, aber die haben eine bestimmte Reihenfolge 1, 2, 3, 4, dass ich den einfach auf 1 anschließe. Das bringt dann ein bisschen Ordnung im System und ist dann nachher auch einfacher von der Bootreihenfolge zu bestimmen und so. In der Regel haben normale ATX-Board, das ist ja Micro-ATX-Board, weil das Gehäuse Micro-ATX nur aufnehmen kann, in der Regel meistens immer 6 von diesen Anschlüssen. Dieses bietet jetzt 4. Ansonsten kriegt die Festplatte einfach ganz normal nochmal Strom vom Netzteil und somit ist die Festplatte dann halt auch angeschlossen. So, dann kommen wir zu der ganzen RGB-Geschichte. Grundsätzlich erstmal, ohne um alle Leute zu verwirren, was es alles gibt, gibt es standardmäßig, in Anführungsstrichen, standardmäßig zwei verschiedene. Es gibt einmal die RGB 4-Pin mit 12 Volt und ARGB 3-Pin mit 5 Volt. Unterschied ist, bei RGB kann ich jetzt hier, wenn habe ich hier so einen Streifen zum Beispiel, so einen RGB-Streifen hier, da leuchten alle LEDs blau. Oder ich kann die Farbe verschieben zu grün. Aber alle leuchten immer gleich. Bei Addressable RGB, also bei ARGB 5 Volt, ist es so, dass ich jede LED einzeln ansteuern kann. Das heißt, ich kann auch eine weiß machen, eine grün, eine gelb, drei aus. Also ich kann alle einzeln ansteuern. Das nochmal nur so erstmal als grobes Verständnis, weil viele schreiben über RGB, RGB, RGB. Aber es gibt da Unterschiede. Es gibt einmal Addressable RGB. Das sind dann die auch, die den Regenbogeneffekt machen können. Und die nicht-addressable RGB, die können halt auch keinen Regenbogeneffekt. Die haben halt nur RGB. Die können halt nur in einer Farbe leuchten. Dann haben wir hier in diesem speziellen Fall ja auch diesen RGB-Kühler. Ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war oder nicht. Ich habe hier zwei Anschlüsse. Einmal einen 4-Pin und einen 3-Pin. Den 4-Pin, den kann ich hier halt quasi hier anschließen. Und auf der anderen Seite habe ich halt auch einen 4-Pin Anschluss, den ich aufs Mainboard packen kann. So, dieses Mainboard besitzt zwei von diesen RGB-Headern.
In diesem speziellen Fall wäre dann der hier oben. Da ist es wichtig, ich eben schon mal kurz angedeutet, die haben einen Pfeil. Kann man, ah doch, den kann man jetzt sehen da. Ein Pfeil. Dieser Pfeil hier, der muss immer aufs Plus, also auf die 12 Volt. Die anderen drei Anschlüsse sind, da steht in diesem Fall jetzt hier GRB. Dann stecke ich den da drauf mit dem Pfeil auf den ersten Pin. Manchmal heißt dieser Pin auch nicht 12 Volt, sondern 1 oder ist irgendwie farblich markiert. Das ist vom Mainboard zu Mainboard unterschiedlich. Im Zweifelsfall immer Mainboard-Handbuch dazu nehmen. Und dann würde der hier hinten quasi in den Kühler kommen. Würde ich da reinstecken und fertig. Dann leuchtet mein Kühler aber halt nur, wie gesagt, in... Ich muss mal hier kurz aus dem Off eingreifen. Was ich damit sagen will, ist, ich kann den äußeren Ring damit dann nicht steuern. Der wechselt einfach die Farben kontinuierlich durch, wie hier zu sehen, obwohl der Addressable RGB hat. Jetzt bietet dieser Kühler aber eine Besonderheit. Der hat hier neben noch so einen 3-Pin. Ich weiß nicht, ob es jetzt Absicht ist, weil das Ende ist doch ein bisschen anders. Den würde ich jetzt hier anschließen. Und dann hat er am Ende aber ein USB-Stecker, also nicht den 3-Pin. Gehen aber auch nur 3 Phasen rein. Also der wird auf jeden Fall nachher über USB gesteuert. Den würde ich jetzt hier einfach auch mal mit anschließen, weil ich es sowieso machen muss. So, das Kabel, das kann man dann nachher, wenn das im Gehäuse ist, kann man den dann noch einmal rumvorlegen, unten drunter her und dann hier unten wieder hoch, wie auch immer, damit es ein bisschen schön aussieht, weil so wäre ein bisschen blöd. Und jetzt zeige ich dir nochmal die 3-Pin-Geschichte. Die 3-Pin-Geschichte 5 Volt, die sieht so aus. Ist im Prinzip derselbe Stecker wie der andere, nur dass hier ein Ding zu ist. Somit kann ich den auch nicht auf den 4-Pin draufstecken. Da ist auch dieser Pfeil drauf, in ganz klein, wo quasi der erste Pin ist. Wenn du die verkehrt rum anschließt, okay, bei diesem ist es halt nicht möglich, bei den 3-Pin, aber bei den 4-Pin, wenn du die verkehrt rum anschließt, sind die LEDs hin. Dann wird da wohl wahrscheinlich nichts mehr leuchten. Es sei denn, die haben irgendwie eine Schutzfunktion drin. Der würde jetzt in dem Fall auf diesem Mainboard hier unten hinkommen und somit hätte ich hier mein ARGB angeschlossen. Ist ein bisschen verwirrend, der Anschluss heißt ADDR-LED1. Was jetzt DDR damit zu tun hat, weiß ich nicht. Aber gut. Das erstmal so das Einfache von diesen LEDs. Wie gesagt, ich habe jetzt hier diesen Stripe 4-Pin, den könnte ich jetzt einfach da oben anschließen und dann wird der lustig vor sich hin leuchten. Das kann ich dann alles, was ich hier auf dem Mainboard anschließe, an diese RGB-Header oder auch an USB 2, kann ich dann softwareseitig steuern. Dann gibt es unterschiedliche Hersteller, die haben unterschiedliche Programme. ASRock hat in diesem Fall die Polychrom-Software, Asus hätte AuraSync, MSI hat Mystic Light und Gigabyte hat RGB Fusion, heißt es. Genau. Also da hat jeder, kocht da seine eigene Suppe. Ja, die einen finden das gut, die anderen finden das gut. Dann gibt es noch so Hersteller wie Corsair, die dann eine ganz eigene Software machen und dann meistens auch mit so welchen Verteilern arbeiten, wie dieser hier einer ist. Das wäre jetzt so ein, ich will nicht sagen klassischer, aber einer von vielen RGB-Verteilern. Dieses ist sogar auch ein Addressable RGB-Verteiler und gleichzeitig auch eine Addressable RGB-Steuerung. Diese Steuerung hat meistens irgendwo immer einen Stromanschluss, der so aussieht wie so ein Anschluss von der Festplatte, den ich dann auch einfach mit so einem Anschluss von der Festplatte am Netzteil verbinden kann, wo wir eben die Festplatte dran hatten. Da könnte ich den jetzt einfach dran stecken und dann wäre er somit angeschlossen. So, dann hat dieses Ding erstmal Strom. Dann könnte ich jetzt da hingehen und ganz einfach so einen 3-Pin-Stecker nehmen und hier hängen jetzt von mir aus LEDs irgendwas dran, die hier einstecken. So, da hat er hier zwei Anschlüsse für, LED 1, LED 2 heißen die hier und dann hat das Ding eine Steuerung. Da steht jetzt hier halt Color Mode, eine Lüftersteuerung ist da auch noch bei, aber das spielt jetzt erstmal hierfür keine Rolle. Und dann kann ich hier die verschiedenen Modi durchschalten. Da gibt es unterschiedliche, einfache, die haben vielleicht 14, 10 verschiedene Modis. Etwas bessere, die haben dann halt 30 verschiedene Modis, von Einzelfarben bis über Regenbogen, über an, aus, über alles Mögliche. Oft ist es aber noch der Fall, dass hier an diesem, deswegen sagte ich eben, dass der Reset-Taster manchmal gar nicht vorhanden ist, für auf dem Mainboard anzuschließen, sondern dann wird er einfach hier angeschlossen an diesen Verteiler und jetzt könnte ich hier am Gehäuse über die Reset-Taste die Programme durchschalten von dieser RGB-Steuerung.
anstatt hier irgendwie auf dem Ding zu drücken, wenn das da eingebaut ist, komme ich auch schwer dran. Oder es gibt auch noch die Möglichkeit, wenn man diese eigenen Programme nicht nutzen will, die dieses Teil hier bietet, hier ein Kabel anzuschließen. Hier steht zum Beispiel auf diesem Ding Mainboard In, da rein. Und hier habe ich dann am Ende wieder so einen Stecker, den ich aufs Mainboard stecken kann. Und somit würde ich dann alles, was hier an diesem Gerät hängt, über die Mainboard-Software steuern. Diese Möglichkeit gibt es auch noch. Ja, alles ein bisschen sehr komplex und sehr verwirrend und viele Standards oder auch irgendwie gar kein Standard. Habe ich da irgendwas vergessen? Nee. Ach so, für diesen Lüfter, um den zu steuern, den AMD Rave Prism Lüfter. Also ich kann hier außen diesen Ring, der hat ARGB, den kann ich ARGB steuern. Brauche ich die Cooler Master Software, die verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung, wo du die da runterladen kannst und dann kannst du auch den Lüfter über USB hier steuern und dir einstellen nach deinen Wünschen. Kannst in der Mitte den Lüfter einstellen, kannst hier außen den Ring andersfarbig machen. Ganz wunderbare Sache. Ah, und hier, wenn wir schon dabei sind, sehe ich gerade, ich stelle diesen Lüfter immer auf High. Der steht standardmäßig auf Low. Da gibt es hier so einen kleinen Dip-Schalter da. Dann habe ich das ganze Drehzahlband von diesem Lüfter zur Verfügung stehen. Da dreht er etwas über 3000. Ja, der wird dann auch noch lauter. Das ist richtig, aber ich konfiguriere mir den ja so im BIOS, wie ich den da gerne haben will. Und somit habe ich dann halt noch mehr Leistungsreserven, falls mal wirklich wieder ein Sommer kommt mit 40 Grad und so, damit der Rechner halt nicht ausgeht, weil die CPU dann irgendwie in Schutzschaltung geht. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem ausführlichen Video etwas weiterhelfen. Und falls du da gerne noch mehr von sehen willst, von mir aus Lüfter einstellen oder sonst irgendwie was, schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Dann gucke ich mal, dann mache ich da vielleicht noch irgendwie nächsten Teil oder so von. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, lass dir doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Denn abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wie schließe ich die Lüfter an? Oh nee. Du musst da jetzt nicht mitspielen. So. Musste gerade dem Kater das Spielzeug wegnehmen.